Bronze. Kategorie Print. Farbtöne, Grabatz und Partner. Ausgerechnet mit einer Plakatkampagne die Relevanz von Audio zu unterstreichen, erfordert Kreativität, aber auch Humor. Klar und minimalistisch platziert Funk die Botschaft, kann man nicht sehen, aber hören. Studio Funk, eines der führenden Produktionshäuser für Audiovisuelles in Deutschland, platziert die Botschaft mit einem Augenzwinkern. Weitere Motive sind beauftragt. Kategorie Corporate Publishing. B2B, das Magazin für B2B-Marken. RTS Riga Team Werbeagentur GmbH. Das B2B-Magazin ist ein wichtiges Medium für die Kundenakquise und zur Darstellung von Kompetenzen der Agentur. Das aktuelle Thema ist Veränderung in vielen Bereichen des Arbeitslebens. Das B2B-Magazin kommt bei der Zielgruppe eindeutig an. 74% der bestehenden Kontakte wollen das Heft weiterhin abonnieren. Kategorie Corporate Publishing. Thought Leadership Publishing bei Fischer Appelt. Fischer Appelt AG. Mit der Whitepaper-Reihe Hot Contents positioniert sich die Agenturmarke Fischer Appelt als Experte in unterschiedlichen Kommunikationsdisziplinen. 47 Cases aus der Fischer Appelt-Geschichte verraten den Kunden, worauf es innerhalb der verschiedenen Disziplinen ankommt. Das Ergebnis: 120 neue Leads, 30 persönliche Gespräche, 3 Neukunden und knapp 2600 Downloads. Kategorie Credentials. Welche Farbe hat der Dialog? GKK Dialog Group GmbH. Die Marke GKK steht für Dialogmarketing. Das Farbphone hat die Aufgabe, GKK für unterschiedliche Zielgruppen erlebbar zu machen. Mitarbeiter, Kunden und der Agenturmarkt erkennen, dass begeisternde Dialoge die Kraft zu nachhaltigen Werten haben. Bilanz nach 12 Monaten: Das Farbphone wirkt. Nach innen und nach außen. Loyalität bei den Mitarbeitern, mehr Bewerbungen, deutlich mehr Neugeschäftsanfragen. Kategorie Live Communication und Messen. Digital 2018. DOIT GmbH. Die Digitalisierung in Deutschland kommt nur langsam voran. Mit der Digital 2018 etabliert die Deutsche Telekom mit Partnern aus Wirtschaft, Medien und Verbänden eine langfristige Initiative, die DAX-Unternehmen, den Mittelstand, Start-ups, Digitalexperten, Visionäre und junge Akademiker miteinander vernetzt. Mehr als 15.000 Besucher, über 200 Partnerunternehmen, 100 Speaker, 3.500 Gäste beim Executive Dinner sowie 2.000 Gäste beim Live-Konzert der Black Eyed Peas sind das Ergebnis. Kategorie Film. Kampagne zur Digitaloffensive von Lufthansa Cargo Handy und Papier. Rheins Claßen GmbH und Co. KG. Lufthansa Cargo will die Luftfrachtabwicklung in Südamerika mit eFreight digitalisieren und die Luftfrachtpapiere abschaffen. Und mit eBooking das telefonische Buchen durch digitale Buchungen ersetzen. Die beiden Filme erreichen eine Total Watchtime von 1.234.013 Minuten. Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Südamerika macht jetzt eFreight und eBooking. Kategorie Film. Lukas, Scholz & Friends. Lukas kann wegen einer Autoimmunerkrankung nicht am Schulunterricht teilnehmen. Deshalb drückt der Avatar AV1 für ihn die Schulbank. Mit SIM-Karte ist der Roboter, also Lukas, überall live dabei. Doch der AV1 stößt auf Bedenken bei Lehrern und Eltern der Mitschüler. Der Film soll aufklären. Und inzwischen hat eine Mehrheit der Live-Übertragung zugestimmt. Lukas und sein AV1 sind der Highlight-Case am Vodafone-Cebit-Stand 2018 und zur Primetime in der Berichterstattung. Kategorie Digital Corporate. Ode to the Future. Fork Unstable Media GmbH und Fischer Appelt AG. 2018 feierte das Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck sein 350-jähriges Bestehen. Doch anstatt zurückzublicken, konzentrierte sich das Unternehmen auf die Zukunft. Die Soundkünstlerin Myra Kellix übersetzte die Bewegungen von ungeborenen Babys im Mutterleib in Töne.
So entstand die Ode to the Future, die als Soundtrack im Merkfilm zum Thema Zusammenarbeit zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie verwendet wird. Der Film soll die Neugier als Motor für Innovationen anregen und Mitarbeiter motivieren, ihre eigenen Gedanken über die Zukunft von Wissenschaft und Technologie mit Kollegen und Partnern auf der ganzen Welt zu teilen. Mit Erfolg. 38 Millionen Views, 260 neue Visionen, darunter 3 von Nobelpreisträgern. Kategorie Digital Corporate. People You Can Trust, RTS Riga Teamwerbeagentur GmbH, Metrum AG. Ein globales Unternehmen mit 2500 Mitarbeitern entdeckt sich selbst auf einer Weltreise. Eine Mitarbeiterin beschreibt ihre Kollegen, die Standorte und Kunden rund um den Globus. Ihr Auftrag? Finde heraus, wer und wie wir wirklich sind. Das Reisetagebuch wird in einem multimedialen Blog präsentiert, den 30.000 Menschen gelesen haben. Die View-Rates erreichten eine Rate von 80% der Mitarbeiter. Kategorie Digital Corporate. Hashtag Expedition Zukunft. Triebwerk GmbH, DATEV EG. Die Konzeptstudie Hashtag Expedition Zukunft visualisiert disruptive Veränderungen für den Beruf des Steuerberaters. Also höchste Zeit zu handeln. Digitalisierung und Datenanalyse intensiver nutzen, um Kunden in der Zukunft besser zu beraten. Die Szenarien für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Steuerberater werden dargestellt. Vorgetragen von Chloe und ihrem Mandanten Alex. Kategorie Digital Communications. Lufthansa Cargo Christmas Challenge. Huth und Wenzel Werbeagentur GmbH. Aus Enabling Global Business wird Hashtag Enabling Global Christmas. Unter diesem Hashtag zieht Lufthansa Cargo mit einem Augenzwinkern den direkten Vergleich mit dem ultimativen Logistiker Santa Claus. In nicht ganz ernst gemeinten Vergleichen treten die Kontrahenten gegeneinander an. Zum Beispiel Netzwerkdichte, Dokumentenhandling oder Motorisierung des Fluggeräts. Nach 6 Challenges führt Lufthansa Cargo mit 4:3 Punkten knapp vor Santa Claus und liegt in der Gunst der Follower mit 128.000 Views ganz weit vorne. Kategorie Employer Branding. Recruiting-Kampagne Kununu. Rheinsklaassen GmbH und Co. KG. Wie man mit schlechten Arbeitgeberbewertungen selbstbewusst, humorvoll und provokant umgehen und sie ins Positive verkehren kann, das zeigt Rheinsklaassen mit einer digitalen Recruiting-Kampagne der besonderen Art. Die härtesten und absurdesten Bewertungen werden mit einem charmanten Twist für die Agentur genutzt. Die Message: Rheinsklaassen sucht mutige Bewerber, die sich selbst ein Bild von uns machen.